Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Planet Base, ein Handelsschiff ist gelandet. War das nicht der beste Einstieg in der Folge, die ihr jemals gesehen habt? Ich möchte tatsächlich nichts von dir. Tschüss, Händler. Das war's. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein sehr galanter Einstieg, ein sehr krasser Einstieg auch. Was ist denn mit unseren ganzen Bots? Da ist noch ein Bot drin, hier ist noch ein Bot drin, hier ist noch ein... Wir haben also noch ein paar Bohrbots, also da alles okay. Es wäre cool, wenn da auch angezeigt werden würde, welcher Bot noch da am Start ist. Noch ein Bot ist kaputt. Ich weiß halt nicht, welcher. Also gerade verdeckt es die Windows-Leiste, die immer noch da ist, goddammit. Aber, naja. Erstmal brauchen wir natürlich, die müssen alle schlafen. Die sind auch schlecht gelaunt und so, bla. Oder sind das die Besucher? Ne, das ist unser Biologe. Schlecht gelaunt, Alter. Der Glad ist doch nicht mal lange, wenn er nicht halb voll. 70 Münzen. Oh. Nice, okay. Ja, tschüss. Könnt gerne 70 Münzen ausgeben. Was bringt das? Achso, Prestige bringt das Teil auch. Krass. Okay. Oh. Noch mehr Leute. Jetzt haben wir schon 115. Ach nein, ach Mensch, die schon wieder. Okay, langsam, F6, Alarmstufe Rot, das kennen wir ja schon, bla bla bla. Und zack, wir werden echt oft von diesen fucking Spinnern angegriffen. Ach, es sind halt Besucher, aber wenn wir hier draufklicken, oh, keine Besucher, Eindringlinge, oh, untätig. Mhm. William M. Cantrell. Auf dem Weg und Luftschleuse. Ne, Quatsch. Channing Redsmith. Euch meine ich, genau, und da ist ein Sicherheitsmann. Okay, Feuer! Piu, 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 piu. Weh, du tötest unseren Sicherheitsmann. Okay, er ist tot. Und noch einer. Er prügelt sich. Oh nein, Sicherheitsmann. Piu, 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 piu. Und er ist tot. Yeah! Bewaffnete Eindringlinge wurden getötet. Das heißt, wir können jetzt wieder die Alarmstufe F6 rot ausmachen. So, alles klar. Sehr gut, dann läuft das auch schon wieder. Damit haben wir mittlerweile Erfahrung. Was könnten wir noch bauen? Wir könnten hier hinten auf jeden Fall mal eine neue Kranken Station bauen. Ja. Eine Kranken Station. Warte mal. Was? What? Holy shit! Warum? Wir haben einfach 7 Biologen verloren gerade. Holy crap! Warum denn, Alter? Ach, Mann! Ach, fick dich doch, Spiel! Ohne Spaß, repariert den Shit. Und dann... Ah. Goddammit! Warum? Und die haben auch keinen Sauerstoff mehr. Ey, es sterben jetzt gleich wirklich viele Leute, wenn ihr den fucking Shit nicht repariert. Würdet ihr bitte diesen scheiß Biodom... Hallo? Die Leute ersticken da drin. Ich würde gern... Würde das bitte reparieren... Hallo? Ist das ein Baubot? Los, Baubot, los! Auf dem Weg zum Biodom. Ja, schneller! Schneller! Oh Gott! Die Leute sterben! Nein! Ist. Ach Leute, ach Mann. Oh, jetzt sind halt irgendwie 90.000 Kolonisten gestorben. Ach nee, Alter. Ja, alles klar. Fucking Meteoriteneinschlag. Wir müssen es auf jeden Fall sichern dagegen, ey. Hauptbiodom getroffen. Natürlich der Schlafsaal dann komplett ohne Sauerstoff. Und alle Leute, die da drin waren, sind gestorben. Alle Leute sind einfach gestorben. Wir brauchen... Resette das mal alles. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Okay, wir brauchen wieder genug Biologen und Ingenieure. Haben wir auch nur noch 21%. Wir müssen auf jeden Fall mehr... Wir sind jetzt wieder unter 100. Es sind einfach irgendwie 20 Leute gerade gestorben oder so. Alles klar. Fick dich, ey. Fick dich, Spiel. Ohne Spaß. Und ohne Spaß. Ach, Mann, ist das kacke, ey. Okay. Nichtsdestotrotz machen wir da schnell, denn wir wollen schnell Leute, Leute haben. Guck mal, da kommen schon wieder welche. Ach, guck mal, da sind gerade ganz viele gestorben. Platz zu uns. Hey, ein Biologe, wow. Was ist das hier? Ist ein Besucherschiff. Ja, komm, weißt du was? Wir machen die Besucher erstmal aus und dann sagen wir, wir wollen erstmal nur Kolonisten und Händler haben. Händler, weil Händler und Kolonisten, weil Händler, bla, ne? Und jetzt ist hier natürlich... Warum ist hier eigentlich alles jetzt so kaputt? Nicht, dass wir jetzt gleich wieder eine Essenskrise bekommen. Obwohl das eher nicht so aussieht mit unseren 62 Essen, die wir da noch über haben. Und 61 Fleisch, dann haben wir mal so doppelt so viel, also 120. Mhm. Das ist doof. Das war echt nicht cool. Wenigstens ist hier alles wieder repariert. Ach, Essenskrise. Bei uns sind gerade 20 Leute gestorben, um 20 Mäuler weniger zu ernähren. Alles klar. Kein Problem. So, ich wollte hier aber noch eine Arztstation reinbauen. Es war mir ja so klar, dass sie sterben. Wir können eine Fette bauen. Die könnte man tatsächlich hier hinbauen. Wobei da auch Leute lange laufen müssten. Ich überlege gerade, ob das irgendwie... Wir haben wieder 100, das ist aber schön.
Ja, bauen wir die einfach mal hier hin. Wir brauchen ja sowieso eine. Dann könnten wir hier irgendwie einen weiteren Biodom bauen, so einen fetten. Aber ich muss erstmal gucken, was wir überhaupt brauchen. Also wir brauchen eigentlich keine Nahrung. Wir brauchen gar nichts. Das ist ja das Problem. Wir brauchen erstmal neue Leute. So, das ist das, was wir brauchen. Das ist eigentlich nur random Warterei so am Start. Mehr brauchen wir echt nicht. Wie sieht es mit unseren Wasservorräten aus? 42, 41 produzieren wir. Alles easy. Strom ist auch mehr als genug. Vor allen Dingen, wenn wir nachts dann die ganzen Dinger da haben. Ich meine, wir könnten eigentlich noch ein bisschen mehr hier hinbauen. Bauen wir noch einen weiteren, weil ich gerade echt nicht weiß, was ich bauen soll. Bauen wir noch einen weiteren Energiekollektor hier hin. Ist doch egal. So, verbinden wir den hier mit. Zack. Dann haben wir da unten auch mal alles voll. Dann brauchen wir da unten noch nicht mehr hingehen. Gucken wir uns nur noch an, was wir an neuen Leuten bekommen. Was kommt denn hier alles? Ein Biologo und ein Arbeiter, das ist sehr schön. Genau, das brauchen wir. Und hier ist unser Dingens gebaut. Hier werde ich dann am liebsten zwei Schränke hinbauen, damit hier auch ein bisschen was an Arzneimitteln gespeichert werden kann. Und dann bauen wir hier erstmal vier Betten hin. Obwohl, wir könnten das eigentlich direkt schon zu Ende bauen, ne? Ja, komm, bauen wir da direkt sechs Betten hin, scheiß drauf. Und dann haben wir hier auch eine Krankenstation, die vernünftig ist und unserer Basis angemessen. Was haben wir denn hier? Du gibst uns ein bisschen 60% Kommission und tschüss, Dauer. 60%, ich glaube, der hat sie nicht mehr alle. Uns fehlt auch nur noch ein Teil. Uns fehlen nur noch die Gen-Tomaten, glaube ich. Ja, die Genzwiebeln haben wir. Das ist, sieht auch so ein bisschen aus wie ein Gesicht, so wie so ein Robotergesicht. Okay, das können wir dann vollladen mit Arzneimitteln. Ich glaube, das wird auch passieren so in nächster Zeit, aber an für sich läuft hier schon alles in geregelten, guten Bahnen. Kolonistenschiff, zwei Biologen, sehr schön. Zwei Biologen, nice. Was haben wir denn da? Ja, das geht schon wieder in die richtige Richtung. Die Kolonieleute sind ja schnell neue Leute. 50 Münzen für Dienste ausgegeben, sehr nice, sehr nice. 250 Münzen schon am Stüssel. Ab einem gewissen Punkt braucht man auch einfach keine Münzen mehr. Man braucht die einmal, um sich alles zu holen, deswegen schalte ich Besucher nochmal an, who cares. Aber ab einem bestimmten Punkt braucht man dann auch irgendwie keine Münzen mehr, weil man jetzt nichts mehr kaufen muss von den Händlern. Weil alles kann man eh selber produzieren und ab einem gewissen Punkt ist das auch alles irgendwie so ein bisschen... Brauchen wir nicht so. Weißt du, was ich meine? Wir könnten hier irgendwo eine Mine platzieren. Sauerstoffgenerator hier, Sauerstoffgenerator da. Neues Schiff gelandet. Leute, die ziemlich schlecht drauf sind. Besucher, sehr gut. Wenn die schlecht drauf sind, sind es keine bösen Leute. Was können wir denn da noch bauen? Was brauchen wir denn? Nahrung brauchen wir nicht. Ich habe mich die Frage schon 10 Millionen Mal gefragt. Wir brauchen eigentlich nichts. Das ist das Problem. Wir brauchen nichts. Wir haben alles. Okay, Sandsturm kommt bald. Da wissen wir Bescheid. So, was cool wäre, wäre, wenn wir mehr Halbleiter produzieren würden. Das würden wir dann in der Fabrik hier hinten machen. Aber dann könnten wir hier auch noch einfach mehr Halbleiter und mehr Reparaturgedönsels produzieren. Noch mehr Halbleiter, so ist ja egal. Was wir dann auch noch brauchen ist, ich mach mal jetzt schon mal den Alarm an, dann überlegen wir weiter, was wir auch noch brauchen, oder was wir dann brauchen könnten, wäre einfach noch eine weitere Überproduktion an Essen. Und ich glaube, das ist das, was ich als nächstes in Angriff nehme, dass wir einfach over the top viel zu viel Essen haben. Dass wir mehr Essen haben, als wir jemals brauchen werden. Ich meine, das Essen wird schlecht, aber das wird verdammt langsam schlecht. Retortenfleisch, hier Fleisch, bla, das hält sich alles ewig lange. Das hält sich alles viel zu lange. Zustand exzellent. Im Lager aufbewahrt halten sich die Dinger unglaublich lange. So lange, dass wir es gar nicht mehr brauchen, lange. Mich würde mal interessieren, ob die Leute, die ganz am Anfang die Kolonie gegründet haben, noch am Leben sind. Die, mit denen wir gestartet sind. Das wäre eigentlich mal cool zu wissen. Aber was wir jetzt mal brauchen... Oh, Ersatzteilwerkstatt fertig gebaut. Sehr schön, dann machen wir noch mehr Ersatzteile. Ist ja nicht so, als hätten wir schon zu viele Ersatzteile, Gott der Welt. Ich werde jetzt, glaube ich, hier als nächstes ein Biodom bauen, aber vorher werde ich hier noch ein paar andere Dinge in Auftrag geben. Ich glaube, hier oben ist die Kolonie fertig. Ich werde mich dann nur noch hier unten hinbauen. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich dann auch noch hier hoch. Deswegen lasse ich das an der Stelle erstmal. Deswegen baue ich hier weiter und wenn eine von... Ja, das ist halt doof. Weil wenn eine von den Verbindungen getroffen wird, wenn die hier getroffen... Obwohl... Da können wir noch eine Doppelverbindung machen. Geht es hier auch? Nee, wenn die Verbindung getroffen wird, sind wir halt wirklich am Arsch. Dann wären wir wirklich, wirklich, wirklich am Arsch. Oder wir bauen hier noch eine kurze Verbindung mit diesen Einerblöcken einmal rum. So. Dann hätten wir eine doppelt sichere. Ich glaube, das mache ich. Dass wir hier Einerfelder hinbauen.
dass wir einfach nur eine Verbindung nach da oben haben. Im letzten Part habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, wofür die Dinger gut sind. Jetzt weiß ich's. Kosten halt wenig und damit lässt sich eine relativ große Strecke überwinden. Hier kommen wir aber nicht rein, hä? Mm-mm. Naja, ich baue die schon mal vor. Sandsturm, Wert des Sandsturms geht ja eh keiner raus. Und dann lassen wir die nachher bauen. Na, geht das? Ja, da geht. Ich will halt einmal außen rum bauen, damit wir dann eine vernünftige... Hä, wer hat die denn gebaut? Ich würde sagen, hä, ist... Bauen wir hier eine Verbindung einmal außen rum und dann bauen wir hier noch Zeug hin. Und wenn hier die Verbindung getroffen wird, haben wir halt immer noch die Verbindung in die andere Richtung. Also, was das angeht, kein Problem. Würde der Sandsturm langsam mal auf. Obwohl, nachts ist das eigentlich ganz geil. Nachts ist das ganz gut, dann wird unsere Energie noch weniger belastet. Ich meine, guck dir das an, wie wenig gedrained wird. Und wir sind schon... Okay, wir sind gar nicht in Schnellmode. Jetzt. Selbst dann. Reicht, wenn... Das ist so geil, dieser blöde Sandsturm. So, Alarmstufe, gar nicht. Gar nicht am Start. So. Ich will noch einen fetten Biodom bauen. Was will ich dafür haben? Ich will noch einen Wasserextraktor haben. Den kann ich ja da oben mal hinbauen. Ist ja egal. So, bauen wir hier den fetten Water Extractor dran. Was ist da gelandet? Ein Besucherschiff mit einem Besucher und Kolonisten. Die können immer gerne reinkommen. So, dann wollen wir mal... einfach nur staubwolkig. Okay. Hier wird auch alles gebaut dann nach und nach. Es ist sehr schön. Verbindung wurde gebaut. Zack, 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 zack. Kostet auch immer nur ein Metall und wir haben halt 29 fucking Metall. Goddammit, wir haben viel zu viel. Okay, ich beschwere mich aber nicht. Wir könnten auch noch eine Roboterfertigung bauen und einfach noch mehr Roboter, viel mehr Roboter. Wir haben jetzt 18 Stück. Haben wir die Grenze auf 18 gesetzt oder warum haben wir immer 18 Stück? Warte mal. Habe ich die Grenze auf 18 gesetzt? Nee, warte mal. Herstellungsgrenzen. Bots 25, nö. Nix da Grenze mit 18. Struktur wurde gebaut. Blub, 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 blub. Sehr schön. Dann bauen wir hier unseren ganz fetten Biodom hin. Hier so. Yeah. Nice, massiven Biodom. Sehr cool. Das hier wird auch gebaut. Da freue ich mich. Ich kann ja jetzt schon mal weiter planen. Die Dinger verbrauchen die was? Ein Strom verbrauchen die. Oh, eingehende Nachricht. Ein Schiff mit Großgruppe von Flüchtlingen bittet um Hilfe. Besucheranforderung, bla bla bla. 20 pro Benutzer. Schlafen haben wir, Wasser haben wir und wir haben das. Machen wir mal, ja. YOLO, große Gruppe von Besuchern, kein Problem. Da sind gerade auch noch, dann müssen die ja hier landen. Wir haben keinen Landeplatz mehr über. Okay, die kommen dann vielleicht später irgendwann. Tschüss. Zuerst die anderen Besucher. Ich meine, klein waren schon echt viele Leute, aber groß... Oh, war ja. Machen wir mal die Besucher aus. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich noch kommen, die einen, die gerade angefunkt haben. Die sind alle scheiße drauf. Warum sind denn die so scheiße drauf? Die brauchen Wasser, die brauchen... Alter. Warum sind denn die alle so kacke drauf? Hallo? Wir haben eine dekorative... Wo ist unsere dekorative Pflanze? Haben wir gar nicht. Okay, die müssen essen, die wollen rein. Natürlich, dann bauen wir jetzt mal nichts mehr. Außer das hier wird ja sowieso für die... Was ist das denn für ein Bot? Ein Bohrbot. Warum gehst du... Hä? Geht von... Okay. Ich frag gar nicht erst. So, die sind alle schlecht drauf. Die wollen essen, die wollen einfach nur irgendwas. Die haben einfach schlechte Laune. Gut. Lässt sich aber klären. Wir haben ja Spaßodrome und du kannst nur Bier trinken und so nach der Arbeit. Ist alles easy. Nice. Massiver Biodom. Yeah. Und Sauerstoff. Okay, mich würde interessieren, wie wir da bauen können. 1, 2, 3. Das heißt, wir können 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück pro Feld. 6, 12, 24 Pflanzen können wir da rein. Ups. Da reinballern. Nichts bauen. Entschuldigung. So, lassen wir erstmal unsere Leute wieder happy gelaunt sein. Ist gerade viel Arbeit am Start, ne? Die wollen pennen, die wollen essen. Obwohl, da können sie pennen, da können sie pennen. Wir haben eigentlich genug Pennerlager, oder? Bewaffnete Eindringlinge, yeah. 6, Alarmstufe rot, da habe ich echt nicht drauf geachtet gerade mal. Er geht in unsere... Oh, scheiße, Alter, der greift unseren... Ja, ich bleib einfach mal weiter hier drin und guck. Okay, sehr gut, bewaffnete Eindringlinge tot. Zack, dann können wir die Alarmstufe wieder ausschalten. So gehört sich das. Zack, zack, zack. Alle tot. Ich glaube, wir brauchen mehr Schlafquartiere, oder? Hat sich fast so angehört, als bräuchten wir mehr Schlafquartiere für Leute. Dann baue ich mal so ein... Kajüten wären auch nicht so schlecht, ne? Aber ich weiß halt nicht, wo ich die hinbauen soll. Aktuell habe ich noch nicht den Platz. Hierhin.
Eigentlich würde ich die lieber hier hinbauen. So. Und bauen wir da auch nochmal ein Schlafquartier hin. Dann müssen wir gucken, dass wir von hier aus irgendwie Kajüten am Start kriegen. Dass wir irgendwie hier runter gehen. Wir gehen ja dann irgendwie die Richtung. Dann können wir hier auch mehrere Verbindungen machen. Dann könnten wir hier an die Seite, also hier und hier und hier, noch Schlafkabinen bauen. Weil hier können wir sowieso nicht weiter. Dann bauen wir hier vielleicht noch eine Schleuse und schon Schlafkabinen. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Wenn ich hier jetzt, sag ich mal, hier so eine Schleuse hinbaue, dass sie auf beiden Seiten der Kolonie rausgehen können. Und dann irgendwie noch eine Kajüte. Hier passt jetzt nur noch ein Ding hin, ne? Wer will keine Kajüte direkt neben der Bar haben? Kann man die auch größer bauen? Warte mal. Wenn nicht, dann habe ich die jetzt gerade umsonst wieder abgerissen. Ja, wir können auch eine große Kajüte bauen. Sehr schön, dann bauen wir auch eine große Kajüte dahin. Komm, direkt eine Kajüte neben der Bar. Du stehst auf, gehst einen saufen und schlägst wieder im Bett. Perfekt, das ist so, will man es doch haben. Wer will keine Kajüte neben der Bar? Und jetzt lügt nicht. Okay, lügt nicht. Okay, aber unseren Leuten geht es relativ gut. Alles easy. 0% Lager ausgenutzt. Das ist natürlich auch sehr doof. Neue Kolonisten. Ein Biologe. Neue Kolonist. Punkt. Ohne EN. Nice. Hier können natürlich immer gerne Leute rein. Was hier mit unseren Rohstoffen sieht es eigentlich auch gut aus. Handelsschiff ist gelandet. Was willst du mir verkaufen? Nichts Interessantes. Gut, ich verticker dir zwei Waffen. Dafür gibst du mir Geld. Geld, 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 Geld. Gib mir ganz viel Geld. Und dann will ich auch sagen, wir verkaufen einfach nichts mehr. Ganz so klicken, klick, klick, klick. So. Wir verkaufen einfach nichts mehr, weil ich glaube, mit unseren 330 Münzen haben wir dann auch langsamer genug für das letzte Ding, was wir uns kaufen müssen. Schlafsaal wurde gebaut. Hurra. Dann wollen wir, sobald die Verbindung gebaut ist. Der ist auch wieder kacke drauf. Was ist denn los bei dir? Warum ist du denn scheiße drauf, Mann? Warum stehst du hier einfach so rum? Hier könnten wir tatsächlich so ein paar Eichen und Tannen hinbauen. Einfach nur, weil es schön aussieht und die Leute dann bestimmt besser drauf sind. Ach ja, ganz viel gebaut. Ganz viel wird gebaut, aber wir haben noch genug Zeug. Eine Eiche wurde gebaut, zack. Ich weiß gar nicht, wo der hergekommen ist, der das gebaut hat. Wann? Plopp. Das wurde auch gebaut, das ist auch sehr schön. Guck mal hier. Wachsen Bäume empor. Einfach nur Skalierung, weil sie faul sind. Das ist vernünftig programmieren. Egal. Würdest du bitte... Okay. Unsere Luftschleuse ist schon fertig, dann kann da auch gleich jemand reingehen. Sehr nice. Vor allen Dingen, die Roboter verbrauchen ja auch keinen Sauerstoff, ne? 115. Es dauert noch eine Weile, bis wir einfach die volle Leute haben. So, hier können wir jetzt Betten hinbauen, und zwar Einzelbetten. Und zwar eine ganze Menge. So. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Einzelbetten. Dann sind 7 Leute wirklich glücklich und... Da bauen wir dann auch nochmal Doppelbetten hin. Nicht so, wir bauen hier nicht direkt voll, sondern wir machen erstmal so. So. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir aktuell nicht so viele Betten brauchen. Und dann haben wir hier eine Krankenstation, eine fette, die auch komplett ausgestattet ist, die auch schon komplett beliefert ist. Das heißt, sobald jemand krank ist, können wir da geschmeidig Leute aufnehmen. Noch mehr Leute dazu. Ein Arbeiter, okay. Wie sieht es denn allgemein aus mit unseren Leuten? Ich halte mich gerne an die Standardprozente, weil das schöne Werte sind. Ja, wir brauchen vielleicht einen... Ja, wir brauchen vielleicht davon mehr. Und der Rest läuft aber. Was sieht's, wie sieht's hiermit aus? Ah, eine... Oh, die letzte Genblar, das wir brauchen. Das letzte Genblar. Kolonie, Genblar, überleben. So. Ah. Unser vorletztes Teil ist jetzt gleich dann. Ja, hier. Gibt mehr, ist mir egal. Ich will es haben. So, unsere letzte Technologie werden wir jetzt gleich bekommen. Also unsere letzte Technologie, nämlich die Gentomaten-DNS. Das ist das Letzte, was uns fehlt. Und damit haben wir den vorletzten Meilenstein gleich erfüllt. Technokratie fehlt nur noch Zusammenschluss. Also das ist unser einziges Ziel, ist noch mehr Leute in unsere Kolonie zu bekommen. Und ich denke mal, das ist doch machbar. Ich warte jetzt noch, bis wir das Rezept haben. Technokratie erreicht. Und damit, meine Freunde, du hast jetzt alle relevanten Technologien erhalten. Yeah! Nicht nur alle relevanten, sondern sogar alle, die es gibt. Alle Technologien, die man in diesem Spiel freischalten kann, haben wir freigeschaltet. Ist das nicht schön?
Ach, unsere wer von euch, ganz ehrlich, schreibt's in die Kommentare, wer von euch würde gerne in meiner Kolonie leben? Jeder, oder? Die ist voll geil, oder? Du hast eigenes Bett, du hast voll das Bar. Also, allein deswegen schon. Du hast halt eine fette Kajüte und direkt davor eine Bar. Du gehst raus, saufen, gehst wieder rein, bist glücklich. Und du hast Bäume. Und dann gehen Leute dahin, die traurig sind. Oh, ein Baum. Das ist aber ein schöner Baum. Und gehen wieder weg. Deswegen würde ich sagen, auch ihr könnt euch jetzt... Okay, machen wir es tatsächlich so. Ihr könnt euch jetzt am Anblick dieser Bäume... Verdammt. Ihr könnt euch jetzt am Anblick dieser Bäume ergötzen und sagen, wie geil diese Bäume sind. Und wir sehen uns im nächsten Part von Planet Base. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Part von Kolonie. Bla, überleben. KBU. Tschüss, bis dann.